Jede Ernte ist für mich ein Geschenk. Immer wenn ich einen Samen mit Erde bedecke, sehe ich das Leben. Wir leben seit 40 Jahren hier im Amazonas-Regenwald und nicht eine Minute wollte ich weg von hier. Als wir uns kennenlernten, war ich 14 und Joao 17 Jahre alt. Es war Liebe auf den ersten Blick. Mit 15 bekam ich mein erstes Kind. 7 weitere folgten. Im Alter von 7 Jahren habe ich begonnen zu arbeiten. Ich kann lesen und schreiben, hätte aber gerne noch länger die Schule besucht. Ich lebe mit der Natur. Am Gesang der Vögel kann ich erkennen, ob Regen kommen wird. Gleich hinter dem Haus haben wir ein kleines Stück Land, auf dem wir Ananas, Maracuja, Cashewnüsse und Beeren anbauen. Besonders stolz bin ich auf das kleine Gewächshaus aus Holz und Plastik, wo Zwiebeln, Bohnen und Salat wachsen. Alle unsere Produkte sind biologisch. Wir verkaufen sie über eine Kooperative, die von der Bildungsorganisation FASE unterstützt wird. Der größte Teil wird vom Staat für Schulküchen gekauft. Vor 6 Jahren hat alles begonnen. Ich begleitete eine Nachbarin zu einer Weiterbildung von unabhängigen Bäuerinnen, die sich zu einem Netzwerk zusammengeschlossen hatten. Ich war davon so begeistert, dass ich seither keinen Kurs zu Biolandbau und Aufforstung verpasse. Und ich habe mitgeholfen, hier in Santa Maria eine Kooperative zu gründen. Ein Netzwerk, das es uns ermöglicht zu lernen, uns gegenseitig auszutauschen und unsere Produkte zu vermarkten.